Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das Ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite, Kasserin. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Ein Kontrollpunkt. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Guten Abend. Papiere bitte. Danke sehr. Gehen Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück.
seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Sie dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Das war eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Kennst du sie? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Sie muss neu hier sein. Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche holen. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Lass ihn mal sehen hier. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Aufhören. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! So viel Pech wie beim Kartenspiel. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Ja, ja, lacht ihr nur. Aber ich sehe euch auch nicht. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um eine Besprechung vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Geträumt. Lasst uns spielen. Ich brauche noch mehr von Ottos Kohle. Ja.
Wir müssen sofort in den Keller. Durchsucht alle Räume. Ja, Sir. Ich habe seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Stellen Sie sich mal vor, was eine französische Spionin ist. Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Ich würde keine von denen. Man weiß nie, wann sie sich gewinnen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Warum stellen die nicht mehr Sekretärinnen ein? Selbst Französinnen werden an den Platz. Uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Großes Treffen in Berlin für alle hochrangigen Offiziere. Weiß man, wie lange er weg sein wird? Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Augen. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen.
Dazu kommen wir. Schon noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich gut. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ottolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie Ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Rousseau! Das ist für meine Kameraden. Das ist für meinen Sohn. Für mich!